Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part ist was Wunderschönes geschehen, nämlich beim Training, als wir hier durch diese Route gingen, haben wir endlich es soweit geschafft, dass Fritzeblitz sich weiterentwickelt hat zu unserem wunderschönen Voltenso, was jetzt endlich die Mega-Entwicklung ausführen kann. Habe ich schon lange drauf gewartet, jetzt haben wir endlich ein Voltenso, besser gesagt ein Mega-Voltenso, was uns jetzt im Kampf unterstützen möchte. Somit dürfte der nächste Arena-Kampf kein Problem mehr sein. Und das heißt, wir dürfen jetzt in unserem Team erstmal weitergehen hier. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und okay, dauert anscheinend noch ein wenig. Erstmal warten noch ganz, ganz viele Trainer auf uns. Und wir sind einfach viel zu langsam. Das sehe ich gerade. Wow, okay, dankeschön. Gut, da oben ist gleich ein Doppelkampf, das weiß ich jetzt schon. Dann müssen wir über die Brücke und dann geht's weiter. Dann kommt noch ein Klimainstitut, das werden wir uns auch nochmal ansehen. Vielleicht sogar heute schon. Oh, du bist der erste Trainer, der uns begegnet, seit wir uns zu einem Team zusammengeschlossen haben. Vor dir stehen Grips und Muckis, wir sind zu frei und legen uns jetzt mal voll ins Zeug. Spitze, der ist der Trainer, der uns begegnet, seit wir jetzt ziemlich geschlossen haben, ja. Zusammen sind wir Grips und Muckis auf einen guten Kampf, wir hängen uns auch voll rein. Ich weiß nicht, wer das gerade war, wer auch immer, keine Ahnung. So, Grips und Muckis ist ja klar, einmal Psycho, einmal Kampf-Pokémon. Ja, die Mischung kenne ich schon. Die gab es damals schon, die XY, das war noch vor Yantara City vor dieser Spiegelhöhle, meine ich. Das war genau dieses Team. Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Synchro, okay. Das Problem ist, das merke ich jetzt gerade erst, Kamaup ist ein ganz, ganz schlechter Teampartner. Mit Flammensturm und Intensität. Das trifft nämlich alles, ja, das ganze Team. Erdkräfte wiederum kann ich so auf Kadabra einsetzen, okay. Gut, dass ich die jetzt habe. So, Zauberschein auf Marsch. Oh ne, es geht auf beide, okay, sehr gut. Flinkklaue sogar, Zauberschein dürfte wehtun auf beide. Geht nämlich auf beide. Ja, okay. Die Maschok sogar ein Volltreffer, okay. Jetzt kommt der Reflektor, der hilft euch gar nicht, ich greife ihn nur speziell an. Maschok macht einen Abschlag. Au, 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 au. Wow, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich bin beeindruckt. Die halten so viel aus zusammen. Spezialverteidigung sinkt. So, ich denke mal, ich mache jetzt einen kleinen Trick. Kamaup wird jetzt Intensität einsetzen. Das geht auf alle. Ich werde Kill jetzt auswechseln und dafür kommt dann Panzer Aeron rein. Das kann er wunderbar der Intensität ausweichen. Und die Intensität selber wird viel Schaden machen, auch wenn der Reflektor gerade draußen ist. Immerhin machen wir dann noch ein bisschen Schaden. Psychoklinge. Okay. Gut, dass ich Panzerion vorne habe. Das ist nämlich eine physische Attacke. Und die macht generell auf Kartoffel eigentlich auch keinen Sinn, weil das nur speziell offensiv angreift. So, und jetzt? Ja, damit habe ich ungefähr gerechnet. Vergeltung. Das ist eine Kampfattacke. Au, au, au. Okay, das Ganze nochmal, würde ich sagen. Intensität. Sollte für Kadabra reichen, dann kommt da Aeros auf Maschok. Wir sind vielleicht sogar schneller. Oh Gott, genesen kannst du. Och, nö. Dass Kadabra schneller ist, das wundert mich nicht. Panzerion ist schneller als Maschok, sehr gut. Das müsste reichen. Ja, alles klar. Sehr gut, das läuft doch. Freue ich mich. So, Level 27 für Kamaup. Entwickelt sich das auf Level 28? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jetzt erstmal fokussieren auf Kadabra. Okay, er ist bei Intensität 6, aber wird kaum Schaden machen, leider, wegen dem Reflektor. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Erdkräfte mit Kamaup und Panzer Aeron. Du darfst Traub einsetzen. Mensch, das ist ja sogar sehr effektiv. Okay, nochmal Genesung. Aber ist die Frage, ob du es jetzt überlebst. Ich weiß, Raub ist eine physische Attacke. Wird trotzdem viel Schaden machen. Jo. Okay, mit Erdkräfte soll das eigentlich reichen, oder? Kamaup, bitteschön. Das schaffst du doch. Okay, da hat ihm die Genesung überhaupt nicht mehr geholfen. Sehr schön. Der Kampf ging besser, als ich dachte, weil die beiden Pokémon sind eigentlich ziemlich stark auf dem Level. Muss ich schon sagen. Das haben wir gut gehandelt bekommen. Okay, Level 29, das ist sehr schön. Kill kriegt auch nochmal Level up. Sehr, sehr gut. Da, la, la. Vielen Dank. Dabei haben wir auf jeden Fall was gelernt. Ich weiß immer noch nicht, wer wer ist. Das ist aber auch egal. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Ich glaube, ich heile mich nochmal ganz schnell. Es ist ja nicht weit, Leute. Ich meine, noch habe ich die Chance. Und ich sollte vorerst aufs Fahrrad steigen. Das macht mehr Sinn. Wenn wir können, können wir das. Und dann kann Kelly sich erst nochmal ein bisschen ausruhen. So. So, dann sollten noch ein paar Trainer folgen. Da kommen generell noch einige Trainer auf uns zu. Das weiß ich. Aber Baumhausen City ist nicht mehr weit, Leute. Das schaffen wir alles noch. Das kriegen wir hin. Da bin ich zuversichtlich. Und jetzt regnet es plötzlich. Was ist denn jetzt los? Hilfe! Warum regnet das auf einmal? Diese Route weiß auch nicht, was sie will. Jetzt bin ich schöne Brücke hier mit Speed. Und da ist jetzt noch ein Ranger. Wir haben meistens Pflanzen-Pokémon. Ich habe Kamaup vorne. Das Problem ist, jetzt regnet das. Das ist das große Problem eben. Voltenso ist jetzt noch das Pokémon auf dem niedrigsten Level. Das sollten wir schnell ändern. Ich glaube, ich hole dich mal nach vorne. Komm. Voltenso, du darfst jetzt wieder ran. Mit der Mega-Entwicklung machst du bestimmt viel, ne? Ach, du bist kein. Oh.
Benutzt du den Suchmodus deines Pokédex-Navis? Ich habe gehört, wenn man mehrmals den gleichen Pokémon aufspürt, dass man irgendwann suchen muss, dann präziser, bla. Kann auch seine Pokémon aufspüren. Viele angewichtige Punkte mehr haben, bla, bla, bla. Das weiß ich. Stimmt, du warst ja gar kein Trainer. Ich meine, mich zu erinnern. Okay, in Rubinsaphir war es anders, aber jetzt bist ja keiner mehr. Stimmt. Aber du warst einer. Alles klar. Wer kennt sich am besten mit den Überlebenden der Wildnis aus? Das sind wir, die Pokémon Ranger. Das mag wohl sein, aber das ist mir egal. So, überlebst du denn gegen mich, Eckbert? Gegen mit Vipitis, okay? Okay, mir ist übrigens ehrlich, ich habe vergessen, Voltenso noch zu überprüfen, ob es noch irgendwelche anderen TMs jetzt kann, da es sich entwickelt hat. Das kann ich nicht genau sagen. Mega-Entwicklung, Funkensprung. Mach schön viel Schaden, mein Freund. Bäm. Ach, ich freue mich, dass wir jetzt endlich benutzen können. Und sobald wir dann auch mit Reptilien die nächste Entwicklung haben und dann ein Gewaldrohr haben, können wir dann auch bald auch da die Mega-Entwicklung auslösen, wenn wir den dazugehörigen Stein haben. Erstmal mit Drohnen, das ist sehr gut. Wir sind so auch schneller gewesen, okay? Okay, das macht kaum was. Wir müssen speziell angreifen. Nach dem Bad auch kaum was wegen dem Bedroher. Dann wechsle ich mal mit dem Wolfwechsel aus. Das sollte mehr Schaden machen. Ja, um einiges mehr. Okay. Wer möchte denn jetzt rausgehen wie Peters? Das Ding ist ja eh bedroht, das macht kaum noch was. Wenn jetzt noch ein Nachthieb kommt. Ach komm, ich gehe jetzt nochmal in Kamauk. Ich brauche ja nicht unbedingt mein Feuer. Kann ich auch mit Boden angreifen, wenn ich will. Giftzahn. Okay, gut, dass ich in Kille gegangen bin. Ich hätte in Panzerung gehen sollen vielleicht. Ja, ich habe damit gerechnet, dass er mich jetzt vergiftet. Das wusste ich. Und ich wurde sogar schwer vergiftet durch den Giftzahn. Das ist nicht sehr schön. Na, ich würde sagen, Erdkräfte, ne? Bist du schneller eigentlich? Nee, hätte ich mir auch denken können. Hätte mich jetzt gewundert, wäre ich schneller gewesen. Au, 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 Erdkräfte. Bis auf den Level her stärker. So. Tschüss, wie Peters. Okay. Das war Nummer 1. Erstmal Level 28. Entwickelt sich das Ding jetzt? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe nicht nachgeguckt, glaube ich. So, das überlebe ich auf jeden Fall noch, das Gift, aber das nächste Mal nicht. Mund hier. Ne, da gehe ich raus. Wir möchten jetzt. Ich kann nochmal Voltenso reinholen. Oh, gut, dass wir jetzt Voltenso haben. Jetzt mal ein richtig schnelles Pokémon, was mit einem Voltwechsel richtig viel Schaden machen kann. Und dann können wir dir wunderbar immer so uns das Momentum holen. Was wir eigentlich nicht unbedingt brauchen in solchen NPC-Kämpfen. Aber ich kann wieder den Bedroher rausholen. Umso besser, also Voltenso ist ja perfekt, Leute. Voltwechsel. Switch out. So. Ja, man hat zu viel Schaden, wie ich gedacht hatte, aber Montier sollte kaum Schaden machen selber. Denn es wurde ja bedroht. So, Reptain, du darfst jetzt auch mal. Kannst du bestimmt auch wieder Schaden machen, oder? Du hast ja jetzt wieder Kampferlaubnis. Zermürben. Au. Hat mehr gedacht, als ich dachte. Ja, dann mach ich mal Megasauger, ne? Kann ich mir ein bisschen wieder was heilen? Ja, okay, 3 Hits noch. Dann wär's das. Und ein Schlitzer hinterher. Au, 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 au. Oh Gott, der macht zu viel Schaden. Okay, ich bin immerhin schneller. Das ist doch schon mal was. Rechne die Laubklinge jetzt aus. Ich probiere es mal aus. Laubklinge. Ach Gott. Mit, außer bist du natürlich schneller, aber es bringt dir nichts. Denn die Attacke hätte es so oder so überlebt. Oder nicht, weil es ein Volltreffer war. Okay, da hättest du nicht überlebt, aber ist ja auch egal. Nochmal Megasauger zuletzt. Da wir ja schneller sind, können wir das also auch mal erledigen. Tschüss, Mundia. Okay. Lalala. Ja, das ging noch ganz gut. Ich denke mal, wir kommen heute noch relativ weit. So. Schöne Erfahrungspunkte. Voltenso Level 27. Sehr schön. Die Level-Ups hageln hier vom Himmel, obwohl es ja nicht Regen ist. Aha! Dann wissen wir, Pokémon war nicht ausreichend. Na, also richtig belebt hast du es anscheinend nicht. Und Komop entwickelt sich noch nicht weiter. Okay. Wahrscheinlich irgendwo in den 30ern. So, erstmal ein Gegengift rausholen für Kamaup. Und jetzt auch ein bisschen heilen. Was haben wir noch so schönes? Sprudel. Supertricker haben wir noch bestimmt welche. Ja. Plopp. Und bleibt den auch nochmal. So. Lohnt sich bestimmt jetzt noch für die letzten Kämpfe, denn wir kommen gleich wieder an einen Ort, wo wir heilen können. Ah, Bitop. Oh, das gibt's ja auch noch. Kann ich ihn da rechts noch irgendwie? Ah, okay. Den Weg gab's hier früher nicht. Übrigens, der ging ganz im Original nicht. Flop. So, da gibt es auch einen Vogelfänger. Was habe ich vorne? Voltenso. Oh, das ist gut. Eigentlich bleibe ich da. Ich kann da vorne bleiben, auf jeden Fall. Oh, jetzt kann ich das Ding gegen Vogelfänger richtig gut nutzen. Die weiten Simmels sind der Stoff, aus dem Abenteuerträume gemacht sind. Nächstes vergleichbar mit dem puren Glück des Fliegens. Eigentlich hat er ja recht. Ist ja schon ein langer Menschheitstraum zu fliegen, ne? So, was hast du denn? Ein Pokémon. Enrico mit Schwalbos. Ah. Jetzt frage ich mich, wer schneller ist. Okay, das normale Voltenso sollte langsamer sein noch als Schwalbos, aber in der Megaform. Sieht das, glaube ich, anders aus.
Mega-Entwicklung, ich bleib jetzt drin und ich mache jetzt mal. Soll ich einen Donnerwelle machen? Nee, ich mach Funkensprung. Vielleicht kann ich dich ja so paralysieren. Mal gucken. Und ich muss gleich dringend nochmal die TMs nachgucken. Nur um zu sehen, ob du noch was Sinnvolles lernen kannst. So, bedrohen, das ist auch gut. Oh, bedrohen ist super hier. Die ganze Zeit. Okay, du bist noch schneller. Und kannst Doppelteam. Das ist nicht schön. Bitte triff jetzt, Voltenso. Sei so gut. Dankeschön. Das sollte viel Schaden machen. Na gut, dann kann ich jetzt auch mit dem Voltwechsel rausgehen. Ja, und ich treffe sogar. Sehr schön. Ich bin jetzt auch schneller. Nach der Mega-Entwicklung. Also, tschüss, Trialboss. Sehr, sehr gut, Voltenso. Das finde ich super. Einen super Job macht er hier. Lalala. Das war ein tiefer Fall. Ja, sowas soll es geben. Okay, jetzt aber. Jetzt kann ich nochmal gucken. Im Allgemeinen kann ich mal gucken, ob es irgendwelche Pokémon es hier noch gibt, die gern TMs lernen können. So, nochmal sortieren, numerisch. Brüller. Braucht Voltenso wahrscheinlich nicht. Panzerimmer das auch nicht. Protzer kann niemand lernen. Glitchok auch nicht. Verhöhner. Ne. Katapult kann niemand lernen. Schaufler. Könnte Kamaupp lernen eigentlich. Schaufel haben wir bisher noch nicht so richtig benutzen müssen, oder? Sollte ich das mal Kamaupp beibringen? Könnte ich die Intensität wegnehmen eigentlich? Ich weiß nicht, gebe ich ihm jetzt einen Schaufler? Ist das schlau? Ja, also offscreen brauchen wir den Schaufler eigentlich nicht so wirklich, ne? Noch nicht zumindest. Das können wir später noch drauf zurückgreifen. Doppelteam Felsgrab können alle. Felsgrab können doch alle, die es lernen könnten, tatsächlich. Wow. Aeroas? Nee. Folterknecht brauchen wir nicht. Raub? Nee. Eigentlich nicht, obwohl es noch stärker zerbiss bei Voltenso. Widerhall brauchen wir auch nicht. Hitzekoller. Das gebe ich Voltenso. Das können wir auf jeden Fall machen. Okay, es ist gut. Lalalala. Hat aber eine Feuerattacke, das ist auch nicht schlecht. Auch wenn es den speziellen Angriff senkt. Donnerwelle, Voltwechsel, Funkensprung. Voltwechsel sind allgemein stärker. Lalalala. Donnerwelle würde ich gerne behalten, glaube ich, oder? Nee, ich nehme die raus. Kann ich ihm notfalls immer noch später beibringen. Plopp. So, Donnerwelle weg, Hitzekoller drauf. Könnte Kamaupp auch lernen, aber ich möchte ihm jetzt nicht beibringen. So, Stahlflügel. Druckschlag. Einäschern. Wäre auch eine Möglichkeit. Nee, ich glaube, die Attacke ist zu schwach. Funkenflug ist da besser. Kann alles keiner lernen. Blitz brauchen wir nicht. Voltwechsel kann jeder. Schwertanz. Ne. Geheimpower brauchen wir nicht. Steigerungstyp kann jeder. Zauberschein. Okay. Und noch die ganzen VMs, alles klar. Damit sind wir soweit eigentlich gerüstet, finde ich. Jetzt ist Voltens noch um einiges praktischer geworden. Und das ist noch ein Vogelfänger. Hallo. Der läuft hier planlos durch die Gegend. Ich werde dir zeigen, was mit Vogel-Pokémon alles drauf hat. Auch du hast anscheinend nur eins, wie ich das sehe. Habe ich gerade so rausgelesen. Jo, und zwar Henry hat ein Dodo. Oh. Ja. Ein tolles Vogel-Pokémon. Warum auch immer Dodo fliegen kann. Man weiß es nicht. Gilt übrigens auch für Dodri. Beide können fliegen. Habe ich nie verstanden. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn Dodri fliegen würde, müsste es doch so aussehen, als würde es mit seinen komischen Köpfen da irgendwie flattern, oder? In irgendeiner Form? Naja. Ich würde sagen, einmal Funkensprung rauf, das sollte wehtun. Voltwechsel weiß nicht, ob das reichen würde. Erstmal bedrohen. Auch bei Dodo würde sich das lohnen. Das ist super. Also Voltenso macht hier einen super Job, Leute. Ja, das reicht sogar jetzt. Obwohl es nur eine physische Attacke war. Ja gut, Dodos Verteidigung ist halt nicht so die beste. Ich kann sie gerade nicht auswendig. Ist aber auch egal. Das war wohl nicht ausreichend. Nee, war es nicht. Auf jeden Fall nicht. So, jetzt bin ich einmal eine Runde rum. Bin auch noch nicht ganz fertig. Ich habe nur versucht, das hohe Gras zu meiden. Ich kann ja einmal zumindest einen Schutz reinwerfen. Nur zur Sicherheit, wo habe ich die denn? Habe ich die hier unten? Flop. Guck mal, Eis. Nee, ich bin ja. Oh, ich bin ja hier. So, Schutz, ich habe ich hier oben. Ich war in der falschen Schwalte, Mensch. So. Jetzt kommen erstmal keine Pokémon mehr. Jetzt müssen keine Wilden. Na, komm schon. Nein! Du sollst dazwischen. Danke. Denn auch da ist ein unglaublich gut getarnter Ninja-Junge, wie man sehen kann. Also, das haben sie im Original besser gemacht. Na? Bist du nicht stets auf der Hut, kann es dir schlechter gehen. Ha, hast du mich bloß gesehen. Ha, das hat sich gereimt. Ajo. Na, Eugen, Mensch. Der Eugen mit seinem Smogon. Okay, da kann ich gleich wieder rausgehen. So, mal sehen, weil ich übrigens dazu komme, den Funkelsteinsbeutel zu tauschen. Fällt mir gerade wieder ein. Ich kann ja mal. Komm, ich gehe jetzt. Nee, Hitzekoller macht keinen Sinn im Regen. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt voll straight auf den Hitzekoller, macht aber keinen Sinn im Regen. Wollte ihn so nicht erstmal aktivieren und dann mit dem Voltwechsel wieder rausgehen, würde ich sagen. Vielleicht reicht das jetzt sogar schon aus. Mal gucken. Voltenso ist so geil. Ich mag das Ding so gerne. Dieser schöne Karton. Voltwechsel. Jetzt fehlt nur noch der Donner eigentlich, ne? Das reicht tatsächlich fast. Fast. Okay. Da möchte ich jetzt reinkommen.
Na, den hole ich ihn jetzt mal rein. Wir brauchen noch für die Flugarena eigentlich bisher nur Voltenso, ne? Ich hole ein paar Zeron rein. Das kann eine Giftattacke überleben und auch eine mögliche Explosion oder so. Gyroball. Okay, das ist recht. Das Ding kann das ja auch noch lernen. Aber es macht gar nichts. 3 KP Schaden. Erstens, weil wir so physisch defensiv sind und dann nicht zu vergessen der Bedroher. Aioras. Tschüss, Smogon. Dafür, dass wir in den letzten Parts so viele Probleme hatten mit unseren Pokémon, dass die so schnell verloren haben irgendwie und dass wir uns immer heilen mussten, das hat sich ja grandios geändert. Du bist viel stärker, als ich erwartet habe. Tja, sieht man mal, ne? War jetzt noch ein Trainer? Ich möchte noch einmal kurz gucken. Oh, so schön hier hohen Gras hier. So. Das war ein Kecleon. Ne, wir haben alles geschafft. Sehr gut. Die ganzen wilden Pokémon hier. So. Ich sehe nichts. Okay, wir sind tatsächlich schon hier. Im Klimainstitut, was sehr Kleines wiederum. Und hier sind Team Aquakrüpel. Ich steig mal vom Fahrrad. Hey du da! Näher dich bloß nicht dem Klimainstitut. Ist das klar? Ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Wir kommen hier nicht weiter. Während die hohen Tiere vom Vorstand ihr Leben genießen, müssen wir hier Wache schieben. Im Regen, was mag ich nicht. Wir schieben hier Wache. Hey du da, halt dich bloß vom Klimainstitut fern. Es könnte böse für dich enden. Oder auch nicht. Die kennen mich anscheinend nicht. Klimainstitut. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wenn Team Aqua hier schon rumläuft, warum auch immer. Mal sehen, was es hier mit auf sich hat. Oh, die Musik kenne ich irgendwoher. Willkommen im Klimainstitut. Im ersten Stock gibt es offenbar Ärger. Doch das bringt mich nicht aus der Ruhe. Schließlich bin ich ein Profi, ne? Ja? Eindeutig. Klingt einfach nach Team Aqua Musik. Und hier können wir uns sogar noch Getränke holen. Oh, ich mag die Remake-Dimension. Okay, Schutzitem ist weg. Kein Problem. Hier können Sie ihn heilen. Hallo. Wenn ich geschlafen habe, haben Sie alle einen Stock verkrümelt. Ja, hier gibt es einen PC. Wir können ja erstmal ein Päuschen machen. Mache ich jetzt auch mal schnell. Immer schön auf den PC noch zugreifen. Das ist natürlich auch praktisch. So, Team Aqua lungert hier rum. Er hat irgendeinen bösen Plan. So, ich habe Voltenso wieder vorne. Das ist in Ordnung. Vor allem gegen Team Aquarüpel. Ach, das wird bestimmt cool hier. Cordula interessiert sich für die Forschung hier. Deshalb hat sie uns hergeschickt. Ach, Cordula, die kennen wir ja. Mach die vom Acker! Na gut, ich glaube eher nicht. So, hier werden noch einige Trainer zu finden sein. Also Rüpel meine ich natürlich. Sorry. Magnaien. Jetzt kommt es gleich hier zum Bedroher-Kampf oder wie sich das. Hast du Bedroher überhaupt drauf? Na? Ja, du hast Bedroher. Würde ich sagen, machen wir mal schnell die Mega-Entwicklung und bedrohen ihn zurück, oder? Ja, machen wir. Und jetzt würde ich gerne Hitzekoller ausprobieren. Mega-Entwicklung und Safe in Hitzekoller. Würde ich gerne nochmal sehen, wie die Animation aussieht. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Los, Mega-Karton! Bedroh ihn zurück! Yay! Hitzekoller drauf. Wir sind sogar noch schneller gewesen eben. Sehr schön. Bam! That was damage. Okay, es reicht mir nicht ganz aus. Gewissheit, okay. Ja, damit kann ich leben, definitiv. Würde ich sagen, machen wir mal einen Voltwechsel. Sollte. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Nach dem Spezialangriffs-Drop. Nee, reicht nicht. Ist aber kein Problem. Es kann gerne eine Gewissheit kommen. Ich gehe jetzt auf Reptan, dann kriegt der noch ein paar Erfahrungspunkte. Dann kann er dich jetzt mit dem Steigerungsziel besiegen und vielleicht noch das nächste Pokémon drauf. Oh Gott, Angeberei. Okay. Natürlich auch eine interessante Taktik. Den Gegner erst bedrohen und dann mit einem Angeberei raufhauen, ne? Immer ein Steigerungshieb. So, komme ich durch. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich noch aufpassen. Erstmal ist die Frage, ob es Sinn macht, drin zu bleiben. Denn jetzt habe ich einen Angriff plus 3 und ich bin verwirrt. Wenn ich jetzt nicht durchkomme, habe ich ein Problem. Mit den Level 28, sehr gut. Golbat möchte hier reinkommen. Okay, da bleibe ich nicht drin. Das macht keinen Sinn. Können wir Voltenso wieder reinholen? Das ist noch in der Megaform. Kann ich wieder einen Voltwechsel raushauen? Mensch, Leute, unser Team ist auch wirklich ganz gut aufgebaut, ne? Also, ich habe es eigentlich erst während des Let's Plays erstellt, weil ich wusste erstmal vor dem Let's Play, okay, ich nehme erstmal nur Reptane, also Gekarbo als Starter. Weil ich damit immer meine Abenteuer hier gestartet habe, damals noch, als ich das erste Mal Rubin gespielt habe. Damit war das schon mal klar, aber was ich da als nächstes so nehme ins Team, war mir nicht so ganz klar. Deswegen habe ich mich ein bisschen an meinem Run in Omega Rubine orientiert, was ich da so mitgenommen habe. So ein Mist, besiegt und das von einem Kind. Scheiße. Naja, egal. So, wir sind eigentlich noch relativ fit. Ein Trainer machen wir, glaube ich, noch und das ist der hier oben. Hallo. Wir haben mitbekommen, dass das Institut untersucht, wie das ursächliche Pokémon mit dem Wetter in Verbindung steht. Deshalb sind wir hier. Ah, danke schön, dass du uns das noch erzählst. Das ist gut. So, was hast du denn für Pokémon? Eins. Okay, das passt. Slimer. Kann speziell defensiv einiges aushalten. Da werden wir gleich mal sofort rausgehen.
Mit dem Voltwechsel sollten insgesamt nicht wirklich viel machen. Den Voltwechsel und Schüssikowski. So, die Frage ist, was holen wir denn gleich mal rein? Ich denke mal Kamaup. Das sollte noch einiges aushalten können und selber viel austeilen können. Mal sehen, wann die Entwicklung kommt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was Level? Ne, 28 haben wir jetzt mittlerweile erreicht. Und das... Oh, das war ein Crit. Deswegen hat es gereicht. Okay. Ich hab mir umsonst Sorgen gemacht. Ohne Crit hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Ich wäre sonst auf Kamaup gewechselt. Ein Kind hat unsere Pläne durchkreuzt. Ach, habe ich jetzt schon? Das finde ich gut. Wenn ich jetzt schon Zeit durchkreuzt habe, ist das gut. Egal, Leute. Das waren die ersten beiden Rüpel. Ich würde sagen, was Team Aqua wirklich hätte vorhat, das sehen wir, glaube ich, erst in der oberen Etage. Und die betreten wir erst im nächsten Part. Und dann sollen wir angeblich auf Cordula treffen. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann, retten wir das Team-Institut vor dem Befall von Team Aqua. Bis dann und auf Wiedersehen.